Von Gipfel zu Gipfel hat Deutschland immer stärker seine Vorstellungen durchgesetzt. Ein knallhartes Sparprogramm soll Europa retten. Künftig sollen Durchgriffsrechte, Mehrheitsentscheidungen und automatische Sanktionen gelten. Und die sogenannte Schuldenbremse soll sicherstellen, dass Sparmaßnahmen auch gegen den Widerstand der Bevölkerung durchgesetzt werden. Das geht sogar vielen Top-Bankern und Unternehmern zu weit. Auf dem Weltwirtschaftsgipfel von Davos hagelte es Kritik. Der einflussreiche Finanztycoon George Soros kritisiert, die Sparpolitik, die Deutschland anderen aufzwinge, habe Europa in eine deflationäre Schuldenspirale gestürzt. Und IWF-Chefin Christine Lagarde warnt schon länger vor einer Rezession wie in den 30er Jahren, als sich die gesamte Weltwirtschaft in eine Depression hineinsparte. Sogar die Ratingagentur Standard & Poor's meint, dass mit Sparen allein der Krise nicht beizukommen sei. Heiner Flassbeck, der Chefvolkswirt der UN-Handelsorganisation in Genf, kritisiert die deutsche Politik schon seit Jahren. Die Pläne der Kanzlerin können nach seiner Ansicht schon rein rechnerisch nicht aufgehen, wenn sich alle so verhalten wie Deutschland. Der Grundfehler war die deutsche Überzeugung, wir machen jetzt Wettkampf der Nationen, wir machen Standortwettbewerb und wir konkurrieren die anderen nieder. Nur der kleine Missverständnis dabei war, dass wenn man die anderen niederkonkurriert hat, sind auch die Kunden tot, ne? Seit Jahren stagnieren oder sinken die Löhne in Deutschland. Das bringt Handelsvorteile gegenüber den anderen EU-Staaten. Und in Verbindung mit guten Produkten sind die deutschen Exporte auch massiv gestiegen. Weil Deutschland aber bei den anderen nicht in gleichem Maße mehr Waren einkauft, bauen sich dort jedes Jahr neue Defizite auf. Denn unsere Überschüsse sind die Schulden der anderen. Wir verleihen unsere Produkte also gewissermaßen, bis die anderen die Schulden nicht mehr bezahlen können. Deutschland darf sich etwas gönnen, muss sich etwas gönnen und darf seine Binnenkonjunktur anregen. Es gibt keinen anderen Weg. Wenn Deutschland das nicht tut, dann geht der Weg durch eine extreme Rezession und dann wahrscheinlich nur über das Auseinanderfallen der Eurozone. Die Schulden sind nicht die Ursache der Krise, sondern die Folge von Ungleichgewichten. Darauf weist Flassbeck seine Wirtschaftsstudenten immer wieder hin. Nur ein allmählicher Ausgleich der Handelsbilanzen kann Europa nach seiner Meinung aus der Krise führen. Sein Vorschlag? Die Löhne in Deutschland müssten um 2% mehr steigen als in den Schuldnerländern. Über 10 Jahre würden sich die Unterschiede allmählich angleichen. Deutschland soll in Zukunft ja nicht weniger wachsen oder exportieren, sondern im Gegenteil mehr importieren. Geschieht das nicht, müssen immer neue Rettungspakete geschnürt werden, um die Ungleichgewichte abzufangen. Tatsächlich hat der bisherige strikte Sparkurs in Griechenland, Italien, Portugal und Spanien die Krise nur verschärft. Da sei es besser, gleich wieder eigene Währungen einzuführen, meint zum Beispiel der Münchner IFO-Chef Hans-Werner Sinn. Nach seiner Ansicht ist Europa auf Dauer überhaupt nur so zu retten. Die Europäische Union wird nicht auseinanderfallen, wenn einzelne Länder die Eurozone verlassen. Sie wird aber stark gefährdet, wenn man sie drin hält. Denn das führt dazu, dass sie dauerhaft nicht wettbewerbsfähig sind, dass sie durch eine extreme Rezession, Depression ja gehen müssen, im Falle Griechenlands, mit größeren politischen Unruhen, die dabei entstehen können. Dieser Weg ist nicht machbar. Doch da streiten die Experten. Der Austritt der Schuldnerländer aus dem Euro würde direkt in die Katastrophe führen, glaubt Heiner Flassbeck. Sie werden neue Währungen einführen und diese Währung werden sie gegenüber dem Euro abwerten. Und die deutschen Exportmärkte sind über Nacht verloren. Dann muss man sich vorstellen, dass in Baden-Württemberg die Hälfte aller Arbeitsplätze praktisch über Nacht gefährdet ist und gestrichen werden muss. Das ist ein absolutes Katastrophenszenario, das niemand für vernünftig halten kann. Nur eines ist sicher, wenn alle Staaten künftig so handeln sollen wie Deutschland und mehr exportieren als importieren, dann brauchen wir jemanden aus der Galaxis, der sich bei uns verschuldet. Sonst kann die Rechnung nicht aufgehen.